Wir haben schmerzliche Verluste erlitten. Das macht uns demütig, das nehmen wir ernst. Und die Botschaft dieses Abends für die Berliner Parteien, die dort die Regierung tragen, ist doch klar. Die Menschen wünschen sich weniger Streit, mehr Sachorientierung, mehr Lösung. Das ist eine bittere Niederlage und da gibt es auch nichts drumherum zu deuteln. Das ist das schlechteste Ergebnis, das uns prognostiziert wird seit 1946. Wir haben nicht nur keinen Rückenwind aus Berlin erhalten, sondern wir hatten regelmäßig Sturmböen im Gesicht. Für die Verlierer ist schnell klar, Berlin ist schuld. Und tatsächlich, Andrea Nahles stimmt zu. Zu den Verlusten der SPD in Hessen hat die Bundespolitik erheblich beigetragen. Und das hat zwei Gründe. Erstens, es muss sich in der SPD etwas ändern. Zweitens, der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel. Wir erwarten deshalb auch von der Union, dass sie ebenfalls Konsequenzen zieht und ihre inhaltlichen und personellen Konflikte schnell löst, und zwar in einer Weise, dass die Regierungsarbeit dadurch nicht belastet wird. Wir legen unser Schicksal aber nicht in die Hände unseres Koalitionspartners. Wir wollen nicht einfach warten, ob diese Regierung endlich in einen vernünftigen Arbeitsmodus kommt. Wir wollen das sicherstellen. Deshalb bestehen wir darauf, dass sich diese Koalition einen klaren, verbindlichen Fahrplan gibt. Aber es gab natürlich auch Gewinner. Die AfD mit 13%, die FDP mit 7,8% und der ganz große Sieger, die Grünen mit 19,5%. Heute gab es kein Stage-Diving für Sie. Sind Sie jetzt schon so an den Erfolg gewöhnt? Nein, das war ein Moment des Übermuts. Und der Erfolg ist eher ein Grund, innezuhalten, ernst zu werden und mit Respekt an die Aufgaben heranzugehen. Kein Stage-Diving heute Abend. Und ist die Große Koalition in Berlin jetzt am Ende? Ja, die tut mir fast leid. Was natürlich das Schlimmste ist in der Politik, dass einem jemand leid tut. Aber die werden sich natürlich überlegen müssen, wie sie diese Erosion an Zustimmung stoppen. Und diese Überlegung müssen sie sich alleine machen.